Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zu der ersten Podcast-Folge hier in 2020. Nachdem wir uns jetzt irgendwie mal ein paar Wochen Ruhe und ein bisschen einfach Zeit gegeben haben, um alles mal so ein bisschen zu hinterfragen, haben wir uns heute überlegt, wir machen heute mal eine Folge über das Hinterfragen. Das passt eigentlich voll gut zu uns gerade. Generell einfach auch. Hinterfragen hat für uns einfach voll die positive Bedeutung und hört sich manchmal vielleicht so ein bisschen extrem kritisch an, ein bisschen negativ behaftet, aber für uns ist es eigentlich etwas total Schönes. Kann man auch so ein bisschen mit Reflektieren gleichsetzen, beziehungsweise so den Dingen ein bisschen auf den Grund gehen. Und warum das so wichtig ist für dich, als auch für deine Partnerschaft, da wollen wir heute mal so ein bisschen reingehen. Genau, und wir wollen erstmal so ein bisschen darauf eingehen, was überhaupt hinterfragen ist. Der Tim hat jetzt gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen mit Reflektieren gleichzusetzen, beziehungsweise ja, haben wir eigentlich bei Hinterfragen ja eher so ein negativeres Bild, denke ich. Aber schlussendlich ist es eigentlich ja nach Hintergründen zu schauen oder Voraussetzungen und Grundlagen, danach einfach zu fragen. Also was sind die Hintergründe von unserer Situation? Was sind die Voraussetzungen? Was sind die Grundlagen? Und ja, das ist halt einfach nochmal so ein bisschen so die gegebene Situation oder eine Idee oder eine Norm, einen Rahmen, eine Regel einfach neu in Frage stellen, um sich dann halt einfach mit ihnen zu beschäftigen und anschließend in ein neues Licht zu stellen oder es in einem neuen Licht zu betrachten. Und das ist so ein bisschen das Hinterfragen, was es für uns auch bedeutet. Und wir hinterfragen immer wieder neu einfach unsere Situation, neu unseren Status quo, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden. Und uns hilft das einfach immer nochmal so ein bisschen, das ist wie so ein kleiner Check-in. Hey, läuft gerade alles gut? Oder läuft es nach unseren Vorstellungen so? Oder sind wir noch auf dem richtigen Weg? Genau, und das haben wir einfach schon die letzten Wochen so ein bisschen gemacht. Und der Tim erzählt euch jetzt einmal, warum das eigentlich so wichtig ist oder warum Hinterfragen so genial ist. Ich fand das eigentlich ganz schön, wie die Jolene es gerade gesagt hat, mit dem, sind wir gerade noch auf dem richtigen Weg, beziehungsweise auf dem Weg, der sich für uns halt gut anfühlt. Und das machen wir sowohl persönlich in unserer Partnerschaft natürlich, als auch hier für Brave in One. Wir fragen immer so, ist das noch genau das, was halt gerade so in unserem Herzen abgeht? Ist es genau das, was uns gerade auf der, ja, kann man sagen, auf dem Herzen brennt? Nee, eigentlich auf der Zunge brennt, ne? Aber egal. Jetzt hast du ein Sprichwort machen. Ihr wisst, was ich meine. Ist es noch so in Übereinstimmung mit dem, was einfach so in uns ist? Und ja, jetzt würde ich ganz gerne nochmal kurz so ein bisschen drauf eingehen, warum das so wichtig ist, dieses Hinterfragen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen eingeleitet, aber letztendlich geht es darum, oder viel auch darum, dass nicht alles, was wir uns selber erzählen oder was uns andere erzählen, unbedingt wahr sein muss. Wir sind alle so unterschiedlich geprägt, wir Menschen. Jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat ein unterschiedliches Umfeld gehabt in seiner Jugend, in seiner Kindheit bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir werden natürlich geprägt von unserer Familie, von unserem Umfeld, von all diesen Menschen. Und diese Menschen haben alle Glaubenssätze. Und ja, die werden unter Umständen dann teilweise auf uns übertragen. Genauso machen wir natürlich unsere eigenen Erfahrungen. Wir lesen Dinge. Also wir kriegen halt unheimlich viele Informationen und bilden daraufhin dann unser Weltbild. Und ja, aber es muss halt nicht so sein, dass alles davon wirklich wahr ist, sondern es halt nur in unserem eigenen Ermessen war.
Kurzes Beispiel dazu, das ist so ein bisschen, ihr könnt euch das so vorstellen, oder ja, was ist, wenn eure Eltern den Glaubenssatz haben, boah, in anderen Ländern kann ich eh nichts lernen, in anderen Ländern ist es ganz komisch und ich steige niemals in ein Flugzeug. Das haben die auch ihr ganzes Leben lang so gelebt. Und auch wenn sie euch das vielleicht nicht bewusst weitergegeben haben, haben sie das irgendwie unterbewusst weitergegeben. Und ihr würdet das niemals hinterfragen. Das heißt, ihr würdet vielleicht auch niemals in ein anderes Land reisen, weil eure Eltern das ja auch nicht gemacht haben. Und da dann aber vielleicht einfach mal so zu hinterfragen, ob das wirklich so gut ist oder ob deren Glaubenssatz halt einfach stimmt, macht halt mega Sinn, weil man einfach auch in anderen Ländern nochmal einen neuen Blick bekommt. Und ja, warum das jetzt so gut ist, brauche ich jetzt nicht zu erklären, aber einfach da nochmal zu hinterfragen, also das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das, was meine Eltern mir auch mitgegeben haben, stimmt das eigentlich alles? Auch in der heutigen Zeit, in unserer Generation noch, weil Generationen sich auch so ein bisschen verändern. Und stimmt das auch für mich persönlich? Genau. Und warum halt dieses Hinterfragen, nicht nur von den Glaubenssätzen der Eltern, sondern auch von eigenen Gedanken, halt so wichtig ist, ist einfach wirklich zu schauen, immer einmal kurz einzuchecken und den Status quo zu verbessern oder weiter verbessern zu wollen. Und der Status quo, das ist wirklich eine Philosophie, die wir leben und die wir auch euch weitergeben wollen hier bei Brave and One, ist wirklich den Status quo immer zu hinterfragen. Das bedeutet, Status quo ist die Ist-Situation jetzt, in eurer Situation aktuell, heute, jetzt in dieser Minute, wo ihr diesen Podcast hört. Und da einfach einen kurzen Check-in zu machen, wie geht es euch, wie geht es eurer Partnerschaft, was habt ihr für Ziele? Arbeitet ihr gerade, tut ihr gerade etwas für eure Ziele? Und das ist halt einfach diesen Status quo zu hinterfragen. Ganz wichtig ist, hinterfrag nicht alles auf einmal. Weil das kann unter Umständen dazu führen, dass du extrem überfordert bist und plötzlich merkst, okay, wo soll ich denn jetzt hier anfangen? Auf die Beziehungen bezogen kann das jetzt zum Beispiel bedeuten, dass ihr zum Beispiel einfach mal eure Morgenroutine einfach mal hinterfragt. Wenn ihr zum Beispiel morgens extrem gestresst immer seid und irgendwie gerade nur so essen könnt und eben kurz unter die Dusche und dann in voller Hektik irgendwie in die Bahn springen und dann irgendwie on point irgendwie auf der Arbeit ankommt, dann kann das sein, dass ihr über Jahre hinweg zum Beispiel einfach so für euch gelernt habt, okay, Morgenroutine ist hektisch. So, das ist einfach ein Glaubenssatz, den ihr für euch gebildet habt. Aber letztendlich ist ja Hektik oder Stress, also dieser negative Stress, eigentlich eher total, ja, total kontraproduktiv und fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Deswegen, also das jetzt als Beispiel, hinterfragt das einfach mal und überlegt euch, okay, wie können wir diesen Morgen einfach so ein bisschen entzerren? Wir haben das zum Beispiel so gemacht, jetzt machen wir es nicht, weil wir den absoluten Luxus haben, dass wir ein bisschen mehr, beziehungsweise weil wir einfach von zu Hause aus arbeiten. Aber als wir beide gearbeitet haben, haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir unser Frühstück abends vorbereitet haben. Und dadurch wussten wir einfach, okay, am nächsten Morgen kriegen wir etwas Gesundes. Also wir haben uns dann immer Müsli gemacht mit Obst, mit Haferflocken, mit Nüssen, genau, mit all diesen Dingen. Was man jetzt halt einfach nicht machen würde, wenn man jetzt extrem gestresst sein würde. Und ja, deswegen hinterfragt einfach mal auch eure Routinen, ob die euch wirklich gut tun. Und ja, baut euch da etwas auf, was sich einfach komplett nach euch anfühlt und wo euer Herz auch sagt, yo, das ist der richtige Weg. Ja, und dazu gehört halt eben auch so, warum ist das jetzt so gut, einfach dieses Bedürfnis nach Wachstum zu stellen beziehungsweise sich einfach weiterentwickeln zu wollen. Und das könnt ihr halt eben, indem ihr erstmal anfangt, euren Status quo zu hinterfragen, um dann euren Standard auch zu erhöhen und zu sagen, hey, wenn ich jetzt unzufrieden bin, ich möchte das halt nicht einfach länger akzeptieren, sondern ich tue halt was dagegen und entwickle mich weiter und schaue, wie ich das halt eben, wie der Tim auch in dieser Kleinigkeit mit der Morgenroutine das jetzt gesagt hat, wie man das schlussendlich halt einfach dann verändern kann. Und was Hinterfragen auch noch so mit sich bringt, ist halt, dass man sich auf dieser Reise, auf diesem Weg wirklich selbst besser kennenlernen kann und schlussendlich dann auch wirklich eine eigene Meinung bilden kann. Und das ist halt unfassbar wichtig, weil
Ist es nicht irgendwie auch Ziel von unserem Leben, dass wir unsere eigene Identität immer mehr stärken, dass wir uns immer besser kennenlernen, unsere Persönlichkeit und unsere Stärken und die halt einfach wirklich gut einsetzen? Und da bedeutet es halt irgendwie auch, Dinge zu hinterfragen und einfach nicht wie so ein Fähnchen im Wind allem zu folgen, was einem gesagt wird, sondern sich halt wirklich selbst besser kennenzulernen, eine eigene Meinung zu bilden. Um die eigene Identität zu bilden. Was uns da, oder generell mit diesem Ansatz einfach daran zu gehen, okay, wie kann ich noch mehr ich werden und wie kann ich das noch mehr leben, ist einfach total gut und total kraftvoll. Wir haben das zum Beispiel, oder was uns extrem weitergeholfen hat, sind Persönlichkeitstests gewesen. Einer, der im Moment auch noch kostenlos ist, ist der 16 Personalities Test. Den verlinke ich euch auch mal, oder den verlinken wir euch mal hier in den Shownotes. Das ist einfach total gut, einfach immer mehr zu wissen, okay, das bin ich, das sind meine Stärken und damit kann ich vielleicht nicht so gut umgehen und seinen Alltag auch einfach so ein bisschen daran auszurichten. Ja, das ist einfach extrem kraftvoll und auch da ist wieder dieses Hinterfragen mit drin, weil wenn du einfach es für normal nimmst, dass es schwierig ist, zum Beispiel in einem Großraumbüro, dass man da nicht so gut arbeiten kann. Du nimmst das einfach als normal hin. Dann wirst du das halt nie hinterfragen und nie wirklich da auch in dein Potenzial rein steppen können. Für mich war das zum Beispiel echt eine so eine Sache, wo ich gesagt habe, boah, ich kann mich hier null konzentrieren. Hier sind so viele Ablenkungen, hier sind so viele Menschen. Hier kommt permanent irgendwer zu mir hin und hat irgendeine Frage. Ich kann mich überhaupt nicht auf meine Arbeit fokussieren. Und als ich diesen Test gemacht habe, habe ich für mich gemerkt, okay, krass. Für andere Menschen, die vielleicht kommunikativer sind, für Darlene wäre es vielleicht sogar ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich dann auch zu meiner Arbeit kommen will. Aber manche Menschen brauchen halt eher diesen Kontakt zu anderen Menschen, um sich gut zu fühlen, um vielleicht auch mehr zu schaffen, einfach durch diesen Austausch. Aber ich für mich weiß halt, ey, lass mich alle in Ruhe. Ich mache meine Ohrstöpsel rein, verbarrikadiere mich am besten in meinem kleinen Kämmerlein und da schaffe ich am meisten. So, das ist für mich so ein Learning gewesen. Okay, ich brauche meine Ruhe, um was schaffen zu können. Das ist übrigens jetzt auch bei uns, wenn wir zusammenarbeiten, ebenso. Der macht auch seine Ohrstöpsel rein, auch wenn wir nur zu zweit in einem Raum arbeiten. Ja. Also hinterfrag auch einfach zum Beispiel diese Situation. Und überleg dir, okay, ich muss jetzt zwar in diesem Großraumbüro arbeiten, aber wie kann ich es schaffen, trotzdem mir meine eigene kleine Area zu erzeugen, wo ich konstruktiv arbeiten kann. Und das kann zum Beispiel auch sein, ich habe mir dann irgendwie Ohrstöpsel reingemacht oder ich weiß nicht mehr genau. Irgendwann haben die Leute das dann auch gecheckt, okay, wenn ich meine Ohrstöpsel drin habe, dann nicht ansprechen, weil ich denen das dann auch immer gespiegelt habe. Aber dass ihr das einfach so nicht für normal nehmt und irgendwie abends immer frustriert nach Hause geht und euch denkt, ja, boah, ey, wieder nichts geschafft, weil wir wieder alle abgelenkt haben. Nehmt diese Dinge nicht für normal hin und fangt an, sie zu hinterfragen. Ja, so, und jetzt haben wir das Warum geklärt. Ich denke, das sollte relativ klar sein jetzt. Du hattest ja aber noch eine Notiz gemacht mit den Grenzen. Genau, ich glaube, das ist einfach... Allein durch unsere Glaubenssätze werden uns Grenzen gesetzt von außen oder kann es natürlich sein, einfach dadurch, dass wir versuchen wollen, die Welt mehr und mehr zu, oder dass wir uns die Welt einfach vereinfachen wollen, damit wir sie mit unserem Gehirn kognitiv irgendwie greifen können, vereinfachen wir Dinge. Und dadurch bilden wir Glaubenssätze, die uns die Welt erklären. Und manche davon sind einfach nicht wahr. Weil sie entstanden sind durch Erfahrung von anderen Menschen, durch Erfahrungen, die wir selber vielleicht gemacht haben, aber die nur einen ganz kleinen Teil von der Wirklichkeit wiedergespiegelt haben. Es können unterschiedliche Dinge sein. So, und wenn wir diese Dinge einfach hinterfragen, dann beginnen wir einfach damit, wirklich herauszufinden, wo unsere Grenzen sind. Ich glaube schon, dass wir Menschen Grenzen haben, sowohl physisch als auch psychisch, das glaube ich schon, aber die liegen halt ganz, ganz, ganz woanders, als wir in der Regel denken. Ja, jetzt hatten wir noch, eigentlich sind wir schon ein bisschen durcheinander gekommen, merke ich gerade,
Wir hatten nämlich jetzt noch, wollten euch jetzt noch was dazu sagen, wie ihr hinterfragen könnt, aber haben da jetzt einfach auch schon ganz viel zu gesagt. Schlussendlich ist es aber so, dass wir die Dinge in der Tiefe verstehen wollen und deswegen halt einfach schlussendlich auch hinterfragen und diese Dinge halt einfach nicht als unveränderbar hinnehmen. Also das, was der Tim halt gerade schon gesagt hat, sie sind nicht, oder wir müssen sie nicht als normal hinnehmen. Und ich glaube, wenn wir diese Sache verstanden haben, dass Dinge nicht normal sein müssen, verändert sich halt eben auch ganz schnell unser Weltbild und unser Denken. Und genau, wie du das auch ja machen kannst, dass du dich mit diesen Dingen beschäftigst und die in der Tiefe verstehen kannst, ist halt einfach, dass du dich lange mit einem Thema auseinandersetzt. Also der Tim hat ja jetzt auch schon gesagt, nimm nicht alles auf einmal, aber fang einfach mal damit an, womit du vielleicht im Moment unzufrieden bist. Beschäftige dich lange mit diesem Thema, beschäftige dich damit oder geh dem halt einfach auf den Grund, warum bist du unzufrieden und wie kann ich das ändern? Frage Menschen, die das vielleicht auch schon in die Richtung gemacht haben, die es anders gemacht haben. Frage Menschen, die vielleicht einfach schon ein bisschen weiter sind und mach einfach auch deine eigenen Erfahrungen in dieser Welt dieses Themas. Und ja, das ist halt einfach so, dass man dann die Dinge nochmal anders, ja, also da nochmal anders auf den Grund gehen kann. Ja, und fangen da auch einfach total an, auf dein Herz zu hören. Weil ganz oft ist es einfach so, dass wir, ja, besonders wir Deutschen irgendwie verlernt haben, auf unser Herz zu hören und ganz viel einfach so rational entscheiden und uns denken, das ist aber jetzt die richtige Entscheidung und wir müssen das jetzt so machen. Und ganz oft lassen wir unser Herz dabei einfach so ein bisschen zurück und tun dann nicht mehr so die Dinge, die in Übereinstimmung mit unserem Inneren sind. Ja. Und deswegen fang da einfach an, auf dein Herz zu hören und stell dir einfach die Frage, okay, mein Herz sagt jetzt gerade das und mein Verstand sagt das. Hör nicht blind auf deinen Verstand, sondern frag oder versuch durch Hinterfragen einfach mal rauszufinden, okay, warum sagt mein Herz mir jetzt das? Warum soll ich das jetzt genau so machen und nicht anders? Und oftmals, wir haben persönlich die Erfahrung gemacht, wenn wir auf unser Herz gehört haben, dann waren das oftmals sehr, 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 sehr gute Entscheidungen. Auch wenn wir sie vorher nicht rational erklären konnten oder herleiten konnten. Genau, sie waren trotzdem irgendwie gut. Und ja, je mehr du auf dein Herz hörst, desto mehr wirst du auch dich selber verstehen und ja, herausfinden, wer du wirklich bist. Genau. Wir haben noch so einen kleinen oder zwei kleine Punkte aufgeschrieben, wo man einfach so ein bisschen drauf achten kann. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wirklich den Status quo zu hinterfragen und immer viel zu hinterfragen. Allerdings finde auch das richtige Maß. Also zu viel zu hinterfragen kann halt eben auch leben. Also das passiert uns manchmal auch, dass wir alles sehr viel hinterfragen und irgendwann kommt der Punkt, das ist wie in Mathe, wollte ich jetzt schon fast sagen, ist halt diese Kurve, irgendwann geht es dann halt wieder runter. Und den Punkt wirklich gut abzupassen, wo es halt dann wieder runter geht, von der Kurve her, ist halt einfach enorm wichtig. Und da lernen wir auch immer noch hinzu, weil wir hinterfragen viel, wir stellen oder wollen viel einfach auch in der Tiefe verstehen. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo es uns dann aber lähmt, wo wir dann das Ganze nicht mehr greifen können. Und dann brauchen wir einfach manchmal noch einen Blick von außen. Und diese Person sagt uns dann, hey, dann nehmt doch erstmal nur das Kleine. Fangt doch erstmal mit dem ersten kleinen Schritt an. Deswegen hinterfragen kann auch leben und deswegen findet er einfach so das richtige Maß. Das spielt auch einher damit, dass wenn du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, du dich halt wirklich irgendwann für eine Sache auch entscheidest. Dass du eine Persönlichkeit entwickelst, ja, die einfach das, was sie innerlich glaubt und denkt, wirklich auch lebt und davon auch überzeugt ist. Das kann aber nur passieren, wenn du halt die Dinge einmal hinterfragt hast. Und das war zum Beispiel bei uns auch auf der Reise so, dass wir Thema Glauben einfach auch nochmal anders hinterfragt haben, weil wir ganz andere Eindrücke bekommen haben von den anderen Religionen. Und wir haben das auf der Reise immer wieder mal hinterfragt, nicht dauerhaft, haben darüber gesprochen, haben uns damit beschäftigt, haben nochmal andere Podcasts gehört oder andere Themen dazu oder andere Meinungen dazu eingeholt. Haben uns dann aber wirklich am Ende dafür dann halt einfach entschieden, eine Sache zu verfolgen. Und das ist halt so, das würde jetzt nochmal den Rahmen hier sprengen, das nochmal zu erklären. Aber
entscheide dich wirklich zum Schluss, wenn du dich mit dem Thema beschäftigt hast, einfach nochmal für eine Sache und hinterfrage es nicht dauerhaft. Denn hinterfragen ist halt wirklich so der Weg und nicht das Ziel. Ja. Und was hat das Ganze jetzt mit meiner Partnerschaft zu tun? Also jetzt haben wir ja sehr viel darüber geredet, was das oder was man als Einzelperson da machen kann. Mhm. Aber jetzt lass uns nochmal den Bogen kriegen zur Beziehung und zur Partnerschaft. Da ist es schlussendlich eigentlich auch so, also es ist nichts anderes eigentlich wie bei der Einzelperson, aber einfach auf die Partnerschaft gemünzt. Hinterfragt euren Status quo in eurer Partnerschaft. Wie ist es gerade? Habt ihr vielleicht einen Bereich, wo ihr nicht so zufrieden seid in der Partnerschaft, wo ihr merkt, boah, da ist einfach noch mehr Potenzial, wir haben noch nicht alles ausgetestet, oder wir sind noch nicht auf unserem höchsten Standard, sage ich mal. Das wird man wahrscheinlich auch nie erreichen, aber wenn ihr einfach zum Beispiel merkt, ihr streitet euch noch relativ oft, dann hinterfragt das, weil das ist nicht normal, das muss nicht normal sein. Akzeptiert das nicht, dass ihr unzufrieden oder gestresst oder unglücklich seid, sondern hinterfragt diesen Status quo und ändert dann wirklich was daran. Geht dann nochmal in das Thema Kommunikation rein, schaut, was es da für Muster gibt, warum ihr euch immer wieder streitet und geht das wirklich einfach zusammen an. Genau. Und das ist halt einfach so dieses Nicht-Hinnehmen und weiter daran arbeiten und immer ja den aktuellen Zustand verändern, dass ihr euch halt einfach zusammen wirklich weiterentwickelt. Ja. Ja, eine letzte Sache noch. Wir haben jetzt viel noch, das liegt mir wirklich auf dem Herzen. Wir haben viel jetzt auch über gesellschaftliche Normen und über Glaubenssätze vom Umfeld und so weiter gesprochen. Und ich beobachte das halt voll oft, dass halt wirklich Paare sagen, also es ist ja auch so der natürliche Lauf des Lebens meistens, wir heiraten, wir kaufen ein Haus, wir kriegen Kinder, irgendwie so in der Reihenfolge. Und dass diese drei Merkmale einfach wirklich so stumpf manchmal verfolgt werden und die Leute das halt einfach nicht hinterfragen. Und dann halt irgendwann so merken, wenn die Kinder raus sind, boah, was hatten wir eigentlich so in unserem Leben? Und das finde ich halt einfach ganz, ganz, ganz schrecklich. Das ist nichts Schlechtes zu heiraten, haben wir auch gemacht. Ein Haus wollen wir auch irgendwann mal haben und Kinder auch. Aber nehmt einfach diese Norm und diese Wege von der Gesellschaft, die halt scheinbar ja richtig sind, nicht unbedingt so an, sondern wenn ihr auch etwas anders machen wollt, dann ist das nicht falsch, dann macht das einfach so. Wenn ihr keine Kinder kriegen wollt, dann ist das so. Wenn ihr von zu Hause aus arbeiten wollt, zusammen, dann ist das so. Wir machen das auch. Das ist nichts Schlimmes und das ist nichts Falsches. Wenn ihr ein Haus kaufen wollt, dann macht das auch so. Aber dieses stumpfe Verfolgen einfach, das sind so unsere Lebensziele, finde ich halt manchmal so ein bisschen lame, Freunde der Sonne. Trefft eure eigenen Entscheidungen als Paar. Habt große Ziele, habt einen hohen Standard. Folgt der Exzellenz einfach, dass ihr wirklich ein wundervolles Leben habt und zu eurer Persönlichkeit mehr herausfindet und da wirklich mehr in euer Ich und ja, in euer Wir einfach hineinwachst. Freunde der Sonne, das war unsere Folge zum Thema Hinterfragen bzw. zu dem ja, Reflektieren einfach der aktuellen Situation beziehungsweise deiner Partnerschaft beziehungsweise von dir selber. Und wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du noch vielleicht einen kleinen Anreiz brauchst beziehungsweise irgendwie so ein bisschen für dich selber herausfinden möchtest, wo es mit dir hingehen soll oder wo es mit deinem Partner hingehen soll, du willst deinen Partner vielleicht auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen, dann haben wir für euch etwas Kleines vorbereitet. Und zwar haben wir 22 Fragen für euch vorbereitet, wo ich dir den Link auch in die Shownotes packe. Und die werden dir dabei helfen, ja, einfach noch näher an deinen Partner heranzukommen und noch näher eine Connection zu ihm aufzubauen. Und wir finden das einfach extrem gut, gute Fragen immer vor uns zu haben. Wir beschäftigen uns da sehr gerne mit, um einfach auch neue Elemente in unserem Leben ja, in der Tiefe verstehen zu können. Deswegen schau da unbedingt gerne mal rein. Und yes, das war's für heute. Wir wünschen dir noch einen wundervollen, schönen Tag und eine wundervolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.